Mir hat das immer schon als Kind gestört, wenn Menschen hasserfüllt auf Minderheiten reagiert haben. Wenn Sündenböcke gesucht worden sind. In meiner Klasse, schon in der Volksschule und dann im Gymnasium, habe ich das beobachtet. Und auch wenn mir manchmal diese Kinder persönlich nicht besonders sympathisch waren, wenn der jetzt ein bisschen dick war oder sehr dick und geschwitzt hat und geschnauft hat und irgendwelche komischen Bewegungen oder sowas gehabt hat. Aber viel mehr gestört hat mich die Reaktion der anderen Kinder, wenn sie den dann, dem seine Schwächen, dem seine unglückliche Situation, dass er eh jetzt nicht gerade sehr viel Selbstwertgefühl ausstreut, wenn das ausgenutzt wird, um da die Aggressionen abzuladen und da so eine Hetze und ein Aufhetzen gestartet wird, das war mir immer zutiefst zuwider. Ich habe zum Glück Eltern gehabt, die mich da sehr in eine andere Richtung erzogen haben. Auch ich erziehe meine Kinder so, dass die Buben eben mit Mädchen spielen und dass sowas nicht vorkommt wie man spielt doch nicht mit Mädchen. Und also wenn man in der Erziehung auf das achtet, dann kommen auch Menschen heraus, die sich die Neugierde bewahren und jedem, auch was ihnen fremd ist, offen gegenübertreten können. Und es ist ja für jeden Menschen seine freie Entscheidung, wie er seine Sexualität liebt. Und wenn er begehrt oder wenn er liebt, also da irgendwas zu verteufeln, das ist einfach total rückschrittlich. Es bringt überhaupt nichts. Es sind Menschen, die oft ihre Neigungen nicht von klein auf kennen, die das erst entdecken. Ja, ich habe einen Freund gehabt, der war sehr begehrt, ein Künstler, und er hat es versucht, und dann die Mütter, die sich's wünschen würden und so weiter, und die Großeltern, und ja, und es hat nicht geglaubt, es war ihm fremd, bis er dann draufgekommen ist, dass er halt anders tickt und dass er auf andere junge Männer also sein Gefühl einfach stärker anspricht. Und mit der Zeit hat er diesen Prozess durchgemacht gegen diese ganze Ablehnung und gegen das, was man innerlich, womit man da innerlich zu ringen hat. Das ist ja oft ein Riesenkampf, ein innerer, gegen diese Stereotypen, gegen diese Erwartungen, die schon als kleines Kind in einen hineingesetzt werden, durch die ganzen Märchen, durch die Kindergeschichten, durch ja, dieses falsche Idealbild. Und sie heirateten und wurden glücklich bis an ihr Lebensende. Wo gibt es denn das schon? Ne? Das ist ja, das trauen erstmal alle Kinder in sich, der Prinz und die Prinzessin, und es ist eine reine Farce, es ist eine ganz absurde Erfindung, es funktioniert überhaupt nicht. Also, vielleicht funktioniert es bei 1% oder wenn ich hochgreife, 5% der Bevölkerung zufällig, dass sie zwei finden und ihr ganzes Leben sich begehren, sich lieben und damit glücklich sind. Also da muss man schon jedem Menschen die Möglichkeit geben, dass er auf seine Fasson glücklich wird und jemanden anderen nicht aufzwingen, die eigenen Vorstellungen vom Leben. Also wenn jetzt mein Sohn oder eins meiner Enkelkinder diesen Weg
einschlagen würde, zu sagen, ich interessiere mich nicht fürs andere Geschlecht, ich bin jetzt lesbisch oder homosexuell, in unserer Familie wäre das, glaube ich, kein Problem und wird genau mit der gleichen Liebe und mit dem gleichen Respekt angenommen werden können, als wenn jetzt so heterosexuell das Kind oder Enkelkind orientiert ist. Diese Verletzungen, die da passieren, das ist eigentlich das Schlimme. Wenn gar nicht dran zu denken, wie das in anderen Ländern wie im Iran oder so ist, wo auf Homosexualität Todesstrafe steht. Also das gehört zu den schrecklichsten Dingen in der Welt und zu den schrecklichsten Auswüchsen von einer Kultur, die das von der Religion herleitet. Aber sowas steht in keiner Religion und in keinerlei religiösen Vorschriften drinnen. Das ist dann immer Machtgelüste. Um Macht und Kontrolle geht es da, wenn solche Sachen inszeniert werden. Und die Leute, die homophob reagieren, die sagen, du schwule Sau und so weiter, die aggressiv werden gegenüber Menschen, die anders ticken sozusagen, es ist armselig. Also sie zeigen nur, dass sie selber ihre Humanität, ihre Menschlichkeit noch nicht voll entwickeln konnten.